Mira, herzlichen Glückwunsch zu deinem ersten internationalen Damentitel. Du hast schon einige Turniere gewonnen, in der Jugend vor allem, aber hast du jemals schon einen so großen Pokal bekommen? Nein, das ist nicht, der ist auch echt schwer. Also ich glaube, ich werde ihn nicht die ganze Zeit halten. Aber ja, ich freue mich nicht nur wegen dem Pokal, sondern es bedeutet mir einfach so viel, dass ich da jetzt gewonnen habe. Es war ein richtig hartes Match, ich habe alles gegeben. Ich bin so froh, dass es am Schluss gereicht hat. Ich habe wieder nicht mein bestes Tennis gespielt, aber trotzdem gewonnen und das freut mich so sehr. Und ich hoffe, es geht so weiter. 3-5 hinten gewesen im dritten Satz, 2 Punkte warst du noch von der Niederlage entfernt. Ein Sieg des Willens und des Kampfgeists? Auf jeden Fall. Also ich wollte es so sehr, dass ich eigentlich immer noch bei jedem Stand dachte, dass ich es noch gewinnen kann. Und ich wollte einfach jeden Punkt gewinnen. Ich wollte es so sehr, das kann ich gar nicht beschreiben eigentlich. Ja, was hättest du vor dem Turnier eigentlich damit gerechnet, dass du da am Ende den Siegespokal mitnehmen könntest, oder? Ist schwer zu sagen, weil bei einem Zehner, ich habe einige Spielerinnen einfach nicht gekannt, so wie sie heute, und die hat schon sehr gut gespielt. Aber ich habe es mir schon zutraut. Ich habe gewusst, dass ich gut spiele, wobei ich im Training auch besser gespielt habe als wir jetzt das ganze Turnier. Aber es hat gereicht und das freut mich sehr. Wo soll es denn heuer noch hingehen, wenn das so weitergeht? Das werden wir dann sehen, wenn es so weitergeht. Dann sage ich dir dann so, dann muss ich sehen. Ansonsten, was sind deine nächsten Aufgaben und Turniere? Ich werde jetzt in einer Woche Graz spielen und danach Wörthschach und dann noch die US Open Juniors wahrscheinlich. Dann wünschen wir dir auch für diese Aufgaben viel Erfolg und lass dich heute schön feiern. Danke.